Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Erni und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute geht es um Abgrenzung. Heute geht es darum, nicht gleich emotional zu reagieren. Heute geht es darum, nicht alles so an sich ranzulassen. Und deshalb werden wir uns gleich mitten in die Runde hauen, mitten in die Meditation hineinstürzen. Und ich möchte dir vorher noch einen Gedanken mitgeben. Und zwar: Wann bist du besonders leicht genervt? Wann bist du besonders leicht gestresst? Kommt das dann, wenn du absolut in deiner Mitte bist, absolut zufrieden bist, also auch Dinge tust, die dir entsprechen, die deinen Plänen entsprechen? Oder ist das oft mal so, dass du etwas machst, was dir vielleicht nicht reinpasst oder dass du irgendwo in einer Ebene bist, wo es momentan nicht so stimmig für dich ist? Und das kannst du ja mal so mitnehmen in die Meditation und einfach mal schauen, vielleicht kommen dir da ja gewisse Gedanken, wenn wir gemeinsam arbeiten. Gut, dann lade ich dich mal dazu ein, schließ mal deine Augen. Und atme tief ein. Und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Und mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Stell dir jetzt mal vor, dass du in einer energetischen Bahn bist. Das heißt, in einer Bahn wie auf einer Autobahn, dass es energetische Spuren gibt, wo du dich einfach mal so orientieren kannst, also wie auf einer Autobahn, wo es mehrere Spuren gibt. Stell dir das mal vor. Und da gibt es die eine Spur, die absolut für dich passt. Unter all diesen unendlichen Spuren gibt es eine Spur, die absolut für dich passt. Und das ist die Spur, wo dein natürlicher Fokus liegt, wo dein Sinn drinnen liegt, wo du das Gefühl hast, wo du spürst, das passt für mich, das ist der richtige Punkt für mich. Und da läuft dann auch die Energie, da bist du in einem Flow. Und energetisch, mental gehst du jetzt zu der Spur der Autobahn hin. Da gibt es unendlich viele Ströme. Du kannst dir das auch wie einen Regenbogen in Farben vorstellen, wenn du möchtest. Und du gehst zu der Spur, wo du merkst, das macht Sinn, da bin ich im Flow. Also du gehst jetzt auf die Spur hin, wo du im Flow bist. Wo du merkst, das sind Ziele in dieser Spur, die für dich sinnstiftend sind. Und diesen Sinn kannst du nun verinnerlichen und ganz klar, ganz bewusst in diesen Flow eintauchen. Und da geht es nicht darum, jetzt ein Ziel zu haben, sondern einfach mal in diesen Flow einzutauchen. Du bist also der richtigen Spur, die dir entspricht, die deinem Sinn entspricht. Und du lässt diese Energie jetzt mal laufen. Und spür mal, wie es sich anfühlt, auf der richtigen Spur zu sein, im Flow zu sein, wo der Sinn ganz klar vorgegeben ist, das Ziel klar ist, dein Fokus ganz klar ist und wo du gleich merkst, alles, was dir auf diesem Weg begegnet, entspricht deinen Zielen, deinem Fokus, deinem Weg. Da gibt es nichts anderes. Auch Widerstände entsprechen diesem Ziel und werden auch leicht überwunden, weil sie eben deinem Fokus, deinem Ziel
entsprechen und auch passen. Und du bist also in diesem Flow und hältst diese Schwingung und spürst nochmal, wie sich das anfühlt. Und jetzt passiert Folgendes, du wirst abgelenkt. Mach dir das mal ganz bewusst, du wirst abgelenkt. Du bekommst vielleicht von einer Person aus deinem Umfeld eine Nachricht, eine Bitte um Hilfe, irgendeine Aufgabe, die du vielleicht jetzt nicht erledigen willst oder die dir nicht reinpasst. Aber weil du eben so bist, wie du bist, willst du dieser Aufgabe nachgehen und willst sie auch vom Tisch haben. Weil du weißt, die Person gibt sonst wahrscheinlich eh keine Ruhe. Und jetzt stell dir mal diese Energie vor, dein Flow. Und dann, okay, ich bin nett, ich mache das halt. Und spür mal, wie sich das anspürt. Spür mal, wie da eine andere Energie reinkommt, die nicht deinem Flow entspricht. Wenn du jetzt authentisch bist und klar bist, kannst du gleich das abgeben und lassen und im Flow bleiben. Aber wahrscheinlich hast du wie auch so viele andere ein Thema damit und wirst deshalb so ein bisschen abgelenkt hingezogen. Und jetzt beobacht mal ganz genau, was passiert. Denn in dieser Energie bist du wahrscheinlich öfter als in deiner Flow-Energie. Also pass mal auf, ganz bewusst, was passiert denn da? Spürst du, wie du enger wirst? Spürst du vielleicht beim Solarplexus einen leichten Druck? Spürst du einen Schatten, eine Einengung? Und dann stell dir mal vor, wenn du jetzt von dieser Flowbahn auf diese andere Bahn kommst, auf diese Verpflichtungsbahn, auf die Gefallentu-Bahn, auf das noch schnell Erledigen-Bahn, also auf Kleinzeugs, was nicht in deiner Fokusbahn ist. Dann beweg dich dort mal ein bisschen in dieser Energie und spür mal, wie wirklich dein Feld kleiner wird, enger wird, dunkler wird und wie du selber aus dieser erhabenen Energie in eine missgünstigere Energie eintauchst. Nimm das mal wahr. Du wirst immer kleiner, du wirst genervter, du wirst missgünstiger. Und das ist der Punkt, wo du beginnst, genervt zu sein und überemotional zu reagieren. Und spür das nochmal, wo dich alles reizt, wo du sagst, jetzt reicht's, ich will nicht mehr. Wo du womöglich traurig bist, ärgerlich, verzweifelt. Vielleicht auch eine Angst reinkommt. Egal welches Gefühl da kommt, spür da mal rein. Und mach dir bewusst, es entspricht nicht so deinem positiven Fokus. Du bist da auf einer Seitenspur, du bist auf einer anderen Spur dieser unendlich spurigen Autobahn. Und du atmest jetzt mal tief ein und wieder aus. Und du erlaubst dir jetzt zu stoppen. Du stoppst jetzt auf dieser Seitenstraße. Und das ist gar nicht so leicht, denn das ist ja auch ein Ziel und das muss man erledigen und das muss man erreichen. Aber du machst jetzt ganz bewusst einen Stopp und bittest um Verzeihung. Ich bitte um Verzeihung. Ich bitte um die Gnade, mir selbst vergeben zu können, dass ich wieder meines besseren Wissens, wieder meines Fokus gehandelt habe. Ich bitte um die Gnade, mir vergeben zu können, dass ich mich von meinem Fokus habe ablenken lassen. Und du verweilst jetzt noch etwas auf dieser Spur und du spürst, dass du dich ausreinigst. Du spürst wie einen Regen, wie einen reinigenden Fluss, der durch dich geht. Du spürst, wie du leichter wirst, wie du aufgehst, wie diese Enge und Angespanntheit wieder loslässt.
Und dir ist nun klar und bewusst, dass es jetzt an der Zeit ist, noch etwas weiter dich reinigen zu lassen. Und du bittest jetzt um innere Orientierung und Fokus. Ich bitte um innere Orientierung und inneren Fokus. Und du erlaubst dir jetzt, dass du dich von deinen geistigen Helfern und Führern zentrieren lässt, dass jede Energiebahn in deinem Körper wieder ein sinnvolles Ganzes, einen sinnvollen Fluss ergibt. Und du spürst, zu diesem sinnvollen Fluss gehört es, Dinge loszulassen und hinter dir zu lassen. Pseudo-Verpflichtungen, Pseudo-Einschränkungen, all das lässt du jetzt hinter dir. Und du kommst mehr und mehr, immer klarer in dein Zentrum. Du kommst immer klarer an den Punkt der Heilung. Und du spürst, dass du dir jetzt erlaubst, sämtliche Nebenspuren, Ablenkungen aus deinem Leben abfließen zu lassen. Und du atmest mal tief ein und wieder aus. Und mit dem Ausatmen lass mal ganz bewusst los. Atme noch mal tief ein und wieder aus. Und erlaube dir jetzt, diesen Stress, den du empfunden hast, der auf deiner Vorstellung basiert, auf dem, was man tun muss, was sich gehört, was man sich einbildet, wo man sich verpflichtet fühlt, dass dieser Stress, dieser Kopfstress jetzt abfließt und in die Erde fließt. Und du lässt jetzt das ganz bewusst von deinem Kopf, den Stress, den Druck über deine Wirbelsäule hinunter durchs Wurzelchakra in die Erde fließen. Und jetzt hast du ein Gefühl, als würde sich ein Nebel in deinem Kopf lichten, als würde die Sonne wieder aufgehen in deinem Kopf über dir. Du wirst klarer, du wirst bewusster. Und du spürst, ich bin ja gar nicht am rechten Weg, ich bin ein bisschen vom Weg abgekommen, auf eine Nebenspur gefahren, und in diesem Augenblick beginnst du, dich wieder in die für dich passende Spur einzureihen. Deine ideale Autobahn, deinen Fokuspunkt, deine Sinnhaftigkeit. Und du stellst dir das nochmal wie eine Energiebahn vor und tauchst wieder Schritt für Schritt in deinen Flow ein. Die Nebenbahn bleibt einfach hinter dir, neben dir zurück. Und du spürst, dass du wieder in deinen Flow kommst. Und du erlaubst dir selber diesen Flow, diese Energie, ganz klar und ganz bewusst, so lange es geht, zu halten. Aber auch ganz klar und ganz bewusst zu erkennen, wenn du diesen Flow verlässt. Denn dann spürst du, du bist nicht mehr in deinem Fokusbild, du bist nicht mehr auf deiner Spur, du bist nicht mehr in einer Ebene, die dir entspricht, sondern du bist ein bisschen vom Weg abgekommen. Und du bittest nun dein höheres Selbst und alle deine geistigen Helfer und Führer, dich in diesem Flow weiterreisen zu lassen. Bedanke dich und atme tief ein und wieder aus.
und nochmal tief ein und wieder aus und erlaube dir jetzt, diesen Flow mit in dein Alltagsbewusstsein zu nehmen. Erlaube dir jetzt, diesen positiven Fokus zu halten und versprich dir selber, dich schneller wieder zu korrigieren, in deinen Flow zurückzubringen, wann immer du deinen Fokuspunkt, deine Sinnhaftigkeit, deine Wirkmacht hier auf Erden verlässt. Bedank dich bei der geistigen Welt für die Unterstützung und streck dich jetzt mal durch. Spür nochmal nach und komm dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und wenn du dich wieder gut spüren kannst, dann löse das Bild dieses Weges, des Highways, der Autobahn wieder auf. Der Spur auf, spür nochmal, wie es ist, deinen Fokus zu halten und komm dann ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und öffne deine Augen. Ja, was hast du wahrgenommen während der Meditation? Hast du diesen Fokuspunkt gespürt? Hast du den Unterschied gespürt? Denn das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, auch in unserer Zeit, deine Wirklichkeit, deine Klarheit zu halten und eben nicht irgendwo emotional abzubiegen. Ja, ich freue mich, dass du dabei gewesen bist. Vielleicht sehen wir uns ja mal live bei einem Kurs oder bei einer Sitzung bei mir in Linz oder auch gerne natürlich telefonisch oder über WhatsApp. Und ich wünsche dir eine gute Zeit. Alles Liebe, dein Oliver Jareni aus dem wunderschönen Linz. Tschüss und bis bald.